So, da sind wir wieder, wo wir eben angefangen haben. Wer sich das letzte Video anguckt, wird wissen, wieso ich jetzt hier wieder starten musste. Ich kann es immer noch nicht fassen, ne? Ich kann es nicht fassen. Ich verstehe es nicht. Okay. Ja. Hä, wie sollte zwei Pistolen? Komisch. Oh. Schmeiße den. Ich dachte gerade Bull wäre Grizzly. Na egal. Einmal mal Dr. Q steckt jetzt wieder ein Level auf, dann verlängere ich jetzt schon mal den Vertrag. Macht Sinn. Ist das nicht so teuer wie es gleich. Krieg's jetzt schon mal eine Woche noch. Zack. Der neue Ver. Jetzt gebe ich auch direkt die Urkunden scheiß drauf. Diesmal gab es gar kein Level. Okay. Sehr komisch. Okay. Ja. Das kann ich alles, was ich eben gemacht habe, nochmal machen. Warte mal. Peter muss da rein. Ja. Ja. Ich wette, du. Ja, genau. Ich will zu Ton. Ja. Aber ich will auch hier hinten in euer Lager. Ich glaube, da ist ein T-Shirt oder so, das will ich haben. Das ist ja allerliebst. Ne. Kein T-Shirt. Hm? Coupé. Super. Ja. Zeig mir, woran du Interesse hast. Das Wurfmesser hätte ich gern. Und den Pfeil. Sehr gut. Ja. Okay. Okay. Ja. Jetzt müssen wir wieder mit Beta hier unten die Tür aufmachen. Es gibt da keinen größeren Lehrer als die Erfahrung. Hier! Ja! Okay. Wie Sie wünschen. Ja. Wieso bist du so langsam, Beta? Ich verstehe es nicht. Wegen der Kraft? Hast du zu wenig Kraft? Ich will Kraft an Naira. Ja. Wieder noch weniger. Ja. Und schneller. Ich verstehe es nicht. So, Dreck. Hey. Das ist ja alles. Die Schüsse immer noch da. Hm? Das ist ja allerliebst. Es wird eigentlich derselbe Loot drin sein wie vorher, ja. Das ist nicht geändert. So. Hey, Bull. Alle Minigranaten noch da. Zwei normalen Granaten noch da. Knicklichter. Plastiksprengstoff kommt zu Beta. Ey, lag! Ultra-lag. Liebe Granaten. Kommt zu Iowa. Schlüssel kommt zu Beta. Der Rest lässt stehen. In den Sektor, bitte. Wie Sie wünschen. Meine Leiste hat an.
Ja. Ich weiß, schätze du. Da unten ist der grüne Typ. Da ist das Arschloch. Ich raff's nicht. Ich verstehe es nicht. Ja. Da gibt es diesen Typen namens Kingpin. Er denkt, er ist eine große Nummer. Ihm gehört alles hier. Und er hat auch diesen exklusiven Club. Muss Mitglied oder Freund sein, um reinzukommen. Er kann mich mal. Ich brauch das nicht. When would you do in my... Ja, das haben wir ja schon gehabt. Gib mal das, das wir und haben das. Beste Spiritosen. Zack, zack. Nein. So, danke. Wenn Sie... So, Grizzly kann hier oben stehen bleiben. Ja. Ivor geht nach da. Ja. Bull kommt nach da. Hier. Nee, Bull. Ja. Bull passt auf die Tür auf. Ja, gut. Ja. Beta ist Manager und Dr. Q ist der Kämpfer. Ja. So, aber so stellt sich wieder einer in die Tür. Ey, wehren. Ich spreche jetzt mal ab, so. Jetzt müssen wir kurz warten. So. Da ist Darren. Ich bin Darren. Ich könnte alles, was sie tun. Yep. Sobald sie... Ah, jetzt kommt Spike auch rein, genau. Wenn der grüne Typ sich nochmal in die Tür stellt, ne? Ich schieß ihn weg. Ist mir scheißegal, ich baller ihn ab. Sehr gut. Herr Klaus, der Clubbesitzer, ist... Ich schnapp ihn. Die Regeln sind einfach, die kämpfen dürfen. Oder noch besser, ich schmeiß einen Molotov-Cocktail oder benutze einen Dynamit oder irgendwas. Also, wenn ihr nochmal jetzt hier die Show vermasselt, ne? Nee, jetzt diesmal klappt's. Sehr gut. Peter Klaus. Einige meiner engeren Freunde nennen mich Kingpin. Ah, wie ich sehe, werden wir etwas Unterhaltung bekommen. Ich lasse nie einen guten Kampf aus. Besonders nicht, wenn neues Blut dabei zu sehen ist. Ich habe eine nette kleine Stadt hier unter mir. Du kannst die Angebote gerne nutzen und genießen. Wir haben alles. Ich bin sicher, du wirst etwas finden, was deinen Bedürfnissen entspricht. Vergiss nicht, dass du mein Gast bist. Genieße ruhig deine wohlverdiente Ruhepause von den Wirren des Krieges, aber ich erwarte, dass du dich auch wie ein Gast benimmst. Nun gut. Lasst uns mit der Action beginnen. Sind die Kämpfe bereit? Hier. Natürlich. Dr. Q macht sie alle platt. Ich lasse ihn zu mir kommen. Oh, er kriegt direkt einen ab. Alles klar. Und noch einen. Und noch einen. Und er ist K.O. Yeah. Der Fluch des Lachens ist über mir. Oder! So, nicht töten. Aha, wir haben unseren Gewinner. Eine beachtliche Leistung. Hier ist Ihr Gewinn. Würde Sie noch einen Kampf wagen? Jupp. Sobald Sie mir Geld... Hier ja. Muss ich erstmal verarzten. Krass, der direkt getroffen wurde, ey. Vielleicht liegt er am Gewicht. Leg mal was ab, Dr. Q. Leg mal deine Waffe ab. Dein Helm. Den Holster. Das Ding hier. So. Ist schon ein bisschen leichter. Komm, leg das ja noch ab. Vielleicht Kopfhörer könnten auch stören. Jetzt muss ich erstmal seine Energie wieder regenerieren. Sonst wird er gleich K.O. gehauen. Ich warte mal 5 Minuten und so. Na, ist er voll Energie. Ja. Jetzt gebe ich nochmal 5000. K.
gerade schon 5000 gewonnen. Sind die Kämpfe bereit? Klar. Hier! Ich warte, dass er zu mir kommt. Jo! Oh, ich muss zu Atem kommen. Natürlich. Der Fluch des Lachens ist über mir. Aha, wir haben unseren Gewinner. Eine beachtliche Leistung. Hier ist Ihr Gewinn. Würde Sie noch einen Kampf wagen? Klar. Sobald Sie mir Geld geben, werden wir weiter. Ich bin nicht sicher, ob Dr. Julius es schafft. Hier. Der Typ gerade hat den fast K.O. gehauen. Was kann denn jetzt? Nächste ist ein Martial Artist, genau wie Dr. Q. Erstmal Energie regenerieren. So. Voll Energie. Ja. Es ist riskant, ich könnte es verlieren. Da habe ich schon 10.000 Dollar gewonnen. Kann ich das maximal. Sind die Kämpfe bereit? Hier! Die 5000, die ich gerade abgegeben habe, kann ich jetzt verlieren. Ja. Oh shit. Ja, bitte stehen. Ja, klar. Ah, ist ausgewichen, wie geil. Das war der Ultra-Kick. Hier. Und den hat er ausgewichen, ey. Geil. Torso. Yeah! Bam! Minus 25. KO. Hier. Aha, wir haben unseren Gewinner. Am stärksten Gegner weicht er dem Schlag aus, ne? Das ist geil. Eine beachtliche Leistung. Hier ist Ihr Gewinn. Dr. Q bringt immer dann sein Bestes, wenn es drauf ankommt. Du hast mich beeindruckt. Ich hätte dir eine solche Entschlossenheit gar nicht zugetraut. Weißt du, du solltest mich mal besuchen. Mein Haus ist südwestlich von hier, gar nicht weit. Bequem zu Fuß zu erreichen. Ich sage Dämon Bescheid, damit er mit einem Besuch rechnen kann. Wir könnten einander vielleicht behilflich sein. Denke darüber nach. Dieser Mensch hat etwas Einzigartiges an sich. So. So, jetzt habe ich nicht die Ausrüstung von Dr. Q vergessen. Mal alles hier mit. Ich hab's. Okay. Dann gehen wir mal zu Kingpin. Okay. Aber ich will auch hier das Minengebäude durch mal angucken. Vielleicht liegt da noch was drin. Ja. Ich weiß, dass die Mine hier in Zamona, die ist leer. Also, die ist nicht mehr produktiv. Deswegen ist die Stadt ja auch nicht von der Diktatorin besetzt. Oh, das ist ein Werkzeugkasten. Das ist ja allerliebst. Könnte eigentlich. Ja. Christine mitnehmen. Ja. Wenn ich darf. Ach, scheiß drauf. Ich nehme einfach okay. Mit. Ja, damit. Ich hab's. Ja. Da ist der grüne Arsch, okay. Ey. Grüner Arsch. Ja. Ira geht mit Kingpin verhandeln. Ira ist the Boss. Ich bin Damon, Kingpins persönlicher Leibwächter. Und wer zum Teufel bist du? Kingpin erwartet dich, du findest ihn rechts in der Spielhalle. Alles klar. Ich bin sicher, dir gefällt es in meiner Stadt. Ich habe dies aus dem Nichts aufgebaut. Durch ein paar Gefälligkeiten hier und da. Ich bin großzügig und sehe es gerne, wenn die Leute sich gut unterhalten. Ich bin auch ein leidenschaftlicher Sammler und genieße die schönen Dinge im Leben. Ich mache dir einen Vorschlag, über den du nachdenken solltest. In Balime gibt es ein Museum,
in dem ein ziemlich wertvolles Stück arulkanischer Geschichte ausgestellt ist.